Ja, liebe Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, im Namen des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause und mir selbst natürlich, darf ich Ihnen alles erdenklich Gute für die bevorstehenden Feiertage wünschen. Gute Erholung, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr, in ein hoffentlich friedvolles, neues, gutes Jahr. Ich weiß, was es bedeutet, sich dieser Entbehrung stellen zu müssen, getrennt zu sein von den Lieben in der Heimat und dieses Fest in der Ferne zu begehen. Ich kann Ihnen aber versichern, wenn Sie zurückkommen, werden Sie Ihr Leben lang von dieser einmaligen Erfahrung zehren, ein solches Fest und solche Anlässe im Kreise der Kameraden verbracht zu haben. Insofern würde ich mir wünschen, wenn Sie dieser Situation auch eine positive Seite abgewinnen könnten. Nochmals frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.